Der August ist auch schon wieder vorbei und heute gibt es noch meine Neuzugänge vom August und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ja, ich bin im August etwas eskaliert, was Bücher kaufen betrifft, aber ich habe eine Minimops-Bestellung gemacht, wo ich fast nur Fortsetzungen gekauft habe und die anderen Bücher musste ich kaufen, weil sie einfach so günstig waren und ja, so viel zum Thema 50 Gründe, ein Buch zu kaufen. Ich kann euch ja das Video von Sina hier oben mal verlinken, was wir damals dazu gemacht haben. Falls ihr 50 Gründe wollt, ein Buch zu kaufen, schaut in dem Video auf jeden Fall mal vorbei. Und es gibt noch viel, viel mehr Gründe, ein Buch zu kaufen. Aber das sind 50 gute Gründe oder beziehungsweise Ausreden, ein Buch zu kaufen. Und wir machen das wie immer. Ich beginne mit den Büchern, die ihr schon mal in einem anderen Video gesehen habt. Und zwar sind das insgesamt 3 Stück. Moment, genau, das sind diese 3 hier. True North, wo auch immer du bist, von Sarina Bowen. Das ist der erste Teil der Vermont-Reihe und ich fand ihn ultra gut. Ich finde die Geschichte ganz, ganz toll. Ich habe danach das starke Bedürfnis gehabt, auf einer Farm zu leben. Also, ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Dann auch im August bei mir eingezogen ist der 3. Teil von der Game-On-Reihe, Schon immer nur du. Auch dieses Buch hat mir richtig gut gefallen. Ich mochte die Charaktere total und ach, es war eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und dann ist noch eingezogen The Deal von Elle Kennedy. Dieses Buch habe ich geschenkt bekommen von der lieben Annika. Und es war auch eine ganz, ganz tolle New-Edit-Geschichte. Und ja, wenn ihr mehr zu den Büchern wissen wollt, ich verlinke euch hier oben in der Infokarte nochmal mein Video da dazu, wo ihr draufklicken könnt. Und dann könnt ihr euch das Video dazu angucken, wenn ihr mehr wissen möchtet. Machen wir weiter mit der Minimops-Bestellung. Die Bücher habt ihr ja in dem Unpacking rein theoretisch auch schon gesehen. Deswegen halte ich sie jetzt auch einfach nochmal kurz in die Kamera. Und zwar habe ich mir gekauft den 6. Teil der Gilde der Jäger. Die gab es alle relativ günstig bei Rebuy und da musste ich zuschlagen und mir schon mal die nächsten Teile sichern. Ich habe ja die ersten beiden Teile mitgelesen im August und die haben mir sehr gut gefallen. Deswegen musste ich weitere Teile kaufen. Aber es ist Nalini Singh. Es war ja nicht anders zu erwarten, als dass es mir gefällt. Ja, dann habe ich mir noch den 2. und den 3. Teil von einer Reihe gekauft, wo ich den 1. Teil noch nicht gelesen habe. Aber auch diese Bücher bekommt man inzwischen nicht mehr ganz so einfach. Deswegen habe ich mir jetzt den 2. und 3. Teil einfach erstmal mitbestellt, dass ich sie da habe. Denn ich denke, die Geschichte wird mir gefallen, denn sie ist auch von der lieben Niki empfohlen worden. Und zwar Poison Princess von Cressley Cole. Das ist der, ich weiß gar nicht, 2. und 3. Teil oder andersrum. Ich weiß jetzt gerade nicht, welcher der 2. ist. Und ja, den 1. den habe ich schon seit über einem Jahr hier zu Hause rumkullern. Und den habe ich auch von der lieben Niki bekommen. Und deswegen habe ich den 2. und 3. schon mal gekauft, dass ich sie da habe. Und wenn es mich überkommt und ich die Bücher lesen möchte, kann ich dann die Reihe gleich komplett lesen. Es gibt noch einen 4. Teil, aber der ist wohl noch nicht übersetzt worden. Das Thema hatte ich nämlich die Woche aus mit Niki. Und die hat gesagt, der 4. Teil ist noch nicht übersetzt, wird wahrscheinlich auch nicht mehr übersetzt, was ich ein bisschen schade finde. Aber na gut, lesen wir erstmal die ersten 3 Teile. Dann in meiner Bestellung habe ich noch gekauft den 2. Teil von den Überlebenden und zwar Furchtlose Liebe von Alexandra Bracken. Ich habe den 1. Teil noch nicht gelesen, aber da ich finde, dass die Geschichte sich sehr interessant anhört und ich denke, dass das eine Geschichte für mich ist, habe ich mir den 2. Teil jetzt schon mal bestellt, dass ich ihn da habe. Den gab es halt auch gerade recht günstig bei Rebuy, ich glaube für 7,99 und da musste ich einfach zuschlagen und dieses Buch kaufen. Es war halt so günstig. Ja, was soll man dazu sagen? Dann bei meiner Bestellung noch mit da dabei war dieses Buch hier, Tempting Love, Home Run ins Glück von Jaylen. Das ist der 2. Teil der Gamble Brothers Reihe. Ich habe den 1. ja damals gelesen. Das ist Tempting Love, Hände weg vom Trauzeugen. Der 1. Teil hat mir schon gefallen, aber das war das schwächste Buch, was ich von Jennifer Armentrout hier gelesen habe. Und diese Bücher sind auch schon etwas älter. Ich glaube, die sind von 2008 oder so, oder 2009, sind die schon veröffentlicht worden und ist mit halt eins ihrer ersten Werke. Deswegen seid ihr da verziehen, dass sie nicht ganz so auf dem Niveau von heute sind. Und ich habe mir gedacht, ich gebe dem 2. Teil trotzdem mal eine Chance und gucke mir mal an, wie die Reihe so weitergeht. Und ja, habe dieses Buch dann noch mitbestellt und ich bin gespannt. Ich werde es jetzt gleich mitlesen, es ist auch nicht so dick und ja, werde euch dann berichten, wie der 2. Teil war, ob er besser war als der 1. oder halt auch nicht. Wir werden sehen. Dann habe ich mir noch ein Buch mitbestellt, was schon eine Weile auf meinem Wunschzettel stand und dann dachte ich mir jetzt, ach komm, 3 Euro, nimmst es mit. Und zwar habe ich mir dieses Buch hier bestellt, Schweig still, süßer Mund von Janet Clark. Ich habe von Janet Clark Ewig dein gelesen und das hat mir so gut gefallen. Ich mochte die ganze Art und Weise, wie sie Geschichten erzählt. Ich mochte den Schreibstil total und das ist ja hier ein Jugendthriller und deswegen dachte ich, komm, nimm es mit und lies es und ich freue mich schon sehr auf die Geschichte und ja, ich bin gespannt, was Schweig still, süßer Mund für mich bereithält. Ich habe bisher eigentlich nur Gutes über diese Bücher gehört von ihr und ja,
wir werden sehen, wie dieses Buch mir gefällt. Ich habe mir noch zwei Bücher bestellt, weswegen ich diese Bestellungen eigentlich überhaupt erst gemacht habe. Und zwar den zweiten und den dritten Teil von Black Blade von Jennifer Easthead. Ich wollte sie einfach endlich im Regal haben, dass ich diese Reihe beenden kann. Denn diese Reihe ist ja nur eine Trilogie. Und ja, den zweiten gab es nur bei Medimops und den dritten gab es nur bei Rebuy, weswegen ich halt zweimal bestellt habe. Und ja, jetzt habe ich die Reihe komplett und ich freue mich schon drauf, hier weiterzulesen. Aber ich glaube, ich muss den ersten nochmal vorher lesen, weil das ist schon jetzt über anderthalb Jahre her, dass ich den ersten Teil gelesen habe. Und da muss ich echt nochmal gucken, dass ich da wieder reinkomme. Aber ich freue mich jetzt halt drauf und ich finde die Cover immer noch so schön. Diese Augen sind so toll auf diesen Covern. Oh, I like. Und ja, jetzt habe ich diese Reihe komplett und kann sie dann beenden. Woo! Damit wären wir beim letzten Buch für die Bestellungen. Und zwar habe ich mir noch mitbestellt dieses Buch hier, Die Verratenen von Ursula Posnansky. Ich habe letztes Jahr den dritten Teil von Die Verratenen für 3 Euro mal irgendwo im Ausverkauf mitgekauft und habe mir gedacht, nimmst du mit für 3 Euro. Irgendwann wirst du vielleicht den ersten und den zweiten mal lesen, dann hast du den dritten schon mal da. Ja, deswegen habe ich mir jetzt endlich mal den ersten mitbestellt, damit ich auch gucken kann, ob ich diese Reihe überhaupt mag oder nicht. Und ja, habe jetzt definitiv den ersten und den dritten Teil von Die Verratenen schon mal zu Hause. Ich habe auch hier wirklich nur Gutes drüber gehört und bin schon mal gespannt, wie diese Reihe ist. Okay, das waren jetzt die Bücher von der Bestellung und die ihr schon kennt. Machen wir weiter mit meinen Schnäppchen des Monats. Boah, ich habe mich so gefreut, ne, wo ich das Buch gekauft habe. Wer das Hangout mit mir und Sina gesehen hat, weiß jetzt schon, um welches Buch es geht. Da habe ich es nämlich auch schon in die Kamera gehalten, weil das war nämlich der Tag, als ich das Buch gekauft habe. Wir haben einen kleinen Weltbildladen bei uns im Thüringen Park und die haben so viele Bücher ausverkauft und so günstig, da habe ich zugeschlagen. Und den ersten Tag war ich dort und habe gekauft einmal Bourbon Kings von J.R. Ward. Ich habe hier auch viel Gutes drüber gehört, aber auch viel nicht so Gutes, deswegen bin ich mal gespannt. Und dieses Buch hat mich noch ganze 4 Euro gekostet und es ist mal abgesehen von einem kleinen Ministrich hier unten, ist an diesem Buch nichts dran. Und ja, freue mich jetzt schon sehr auf Bourbon Kings und bin mal gespannt, wie das Buch ist. Und wie gesagt, für 4 Euro habe ich mir gedacht, nimm es mit. Es hat gerufen, kauf mich, kauf mich, kauf mich. Ja, Bourbon Kings. Hier sollen ja sehr, sehr viele Intrigen auch mit drin vorkommen und ja, mal schauen. Ich bin gespannt und werde berichten. Das war Buch Nummer 1 von meiner Schnäppchenaktion. Dann habe ich an dem Tag, wo ich Bourbon Kings gekauft habe, noch dieses Buch erstanden. Der Kuss der Lüge von Mary E. Pearson. Ich finde ja einfach mal das Cover so sensationell schön und hübsch und toll. Und auch an diesem Buch ist hier unten nur so ein kleiner Schaden, so eine kleine Macke dran und halt der Mängelexemplarstempel. Ansonsten ist da auch absolut nichts dran an diesem Buch. Und ich haltet euch fest, ich habe bezahlt 5,50 Euro. Und ganz ehrlich, Leute, ich konnte da nicht vorbeigehen. Ich konnte da nicht dran vorbeigehen und musste es mitnehmen. Und es war das Letzte, was dort lag und das war Schicksal. Es war mein Buch, es war Schicksal, dass es noch dort lag für 5,50 Euro. Ich bin so happy, ich bin immer noch so happy, dass ich dieses Buch so günstig gekriegt habe. Und ja, freue mich jetzt schon drauf. Ich habe schon sehr viel gespaltene Meinung von diesem Buch gehört, aber allein weil dieses Cover so wunderschön ist, musste ich es besitzen. Deswegen, ja, Der Kuss der Lüge von Mary E. Pearson ist jetzt endlich auch bei mir eingezogen. Und ja, ich bin dann am nächsten Tag, weil ich immer nur eine Mittagspause nicht so viel Zeit habe, da zu gucken, bin ich am nächsten Tag nochmal ins Weltbild und habe gedacht, wühlst du dich nochmal durch den Haufen? Vielleicht findest du ja noch ein anderes Schätzchen. Und siehe da, ich habe doch tatsächlich einen Tag, nachdem ich Kuss der Lüge gekauft habe, den zweiten Teil dort gefunden, Das Herz des Verräters, für 9,50 Euro. Also auch zum halben Preis, also auch wirklich sehr günstig. Und ja, auch dieses Buch hat hier unten halt so eine Macke. Hier hinten ist der Schutzumschlag ein bisschen eingerissen. Aber das ist nicht schlimm. Also das finde ich absolut nicht tragisch, weil das Buch steht eh so im Regal und dann sieht man das nicht. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin so happy. Ich habe für beide Bücher 15 Euro ausgegeben statt 40 und ich bin so glücklich darüber. Ich glaube das gar nicht. Wie man sich doch über ein Buchschnäppchen freuen kann. Und ja, da konnte ich einfach nicht dran vorbeigehen und habe halt Das Herz des Verräters noch gekauft. Dann habe ich meine liebe Freundin Jenny noch ein Buch dort gefunden bei Weltbild. Ich habe sie schnell angerufen. Ich sage, hast du das Buch schon? Und dann hat sie gesagt, nein, das fehlt mir noch. Ich sage, alles klar, ich kaufe es dir jetzt. Und da habe ich für sie dort erstanden Goldener Käfig von Victoria Elvia. Das ist noch eingeschweißt. Das ist hier unten, nur hier unten ist das so ein bisschen angeschranzt und kaputt. Und ich habe dafür jetzt noch 6 Euro bezahlt. Für ein eingeschweißtes Buch, was normalerweise 24 Euro kostet, habe ich jetzt 6 Euro bezahlt und
da bin ich doch eine Freundin und denke an meine Freunde und nehme es denen mit. Ich weiß, dass Jenny sich jetzt riesig freut. Die hat die Reihe noch gar nicht gelesen. Sie hat sie jetzt aber dann komplett schon mal zu Hause stehen. Und ja, ich freue mich, wenn ich jemandem eine Freude machen kann. Und ich bin einfach so baff, ne, dass sie diese Bücher so günstig da raushalten. Also wenn ihr ein Weltbild in der Nähe habt, soll jetzt keine Werbung sein für Weltbild, aber schaut da einfach mal vorbei, weil bei uns haben die, wie gesagt, immer extrem viele Schnäppchen dort und man kriegt dort so viele tolle Bücher, halt wirklich sehr günstig. Und ich meine, 6 Euro, hallo, für das Geld kriegst du das Buch sonst nirgendwo und vor allen Dingen nicht eingeschweißt mit ein bisschen unten einer Macke dran. Ja, aber wie gesagt, das Buch habe ich ja eigentlich selbst schon besessen, deswegen gehört es eigentlich nicht mit zu meinen Neuzugängen, aber da es so günstig war, wollte ich es euch trotzdem zeigen, weil ich denke mir sonst immer, sonst glaubt mir das doch keiner, dass ich die Bücher so günstig kriege. Deswegen, ja, das ist der Beweis, ich habe es wirklich günstig erstanden. So, wenn ihr jetzt denkt, wir sind fertig, nein, wir sind noch nicht fertig, ich habe noch mehr Bücher, die ich euch zeigen möchte. Wie gesagt, ich bin im August ein bisschen eskaliert. Ja, das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier, Soulmates, Flüstern des Lichts von Bianca Iosivoni. Dieses Buch habe ich netterweise vom Verlag als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich muss einmal sagen, dass ich es von der Verarbeitung her leider nicht so prall finde. Also ich finde, das ist sehr amerikanisch. Also es hat mich sehr an englische Bücher erinnert, denn das Papier an und für sich von der Seite her ist relativ dünn und durchscheinend. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das durch die Kamera hier sehen könnt, aber es ist relativ hier so durchscheinendes Papier und relativ dünn. Also ich hatte beim Lesen mal ein bisschen Angst, das so kaputt zu reißen. Und ja, das Buch ist halt auch sehr wabbelig von der Qualität her so. Also dafür, dass es eine Klappbroschur ist, finde ich es ein bisschen weich. Also ich hätte mir gewünscht, dass das ein bisschen härter einfach ist. Also wie diese Lux-Bücher, die es immer gibt. Die sind auf jeden Fall härter. Das hier ist auch härter. Also ich weiß nicht. Also es ist halt sehr, vielleicht kommt mir das auch nur so vor, aber es ist hier sehr weich und wabbelig. Es hat mich sehr an amerikanische Bücher erinnert. Die sind auch immer so weich und das Papier ist auch immer recht dünn, aber naja, gut, das kann nicht immer alles toll sein, aber ja, dieses Buch ist auf jeden Fall noch bei mir eingezogen, ich habe es auch schon gelesen. Wenn ihr wissen wollt, wie mir das Buch gefallen hat, dann schaut am Dienstag in meinem Video vorbei, da erzähle ich dann mehr zu Soulmates. Dann habe ich nach meiner monstermäßigen Minimops und Rebuy-Bestellung noch eine Minimops-Bestellung gemacht, weil ich nämlich angefangen habe, Mystic City zu lesen, den ersten Teil, und ich war dann so bei Seite 150 und dann dachte ich mir so, guck mal, wie es mit dem zweiten Teil aussieht, ob du den irgendwo günstig kriegst. Und dann habe ich festgestellt, dass du den zweiten Teil einfach in so einem normalen Buchhandel nirgendwo mehr zu kaufen kriegst. Weder bei Thalia, noch bei Hugendubel, noch bei Amazon oder so. Und ich dachte so, scheiße. Also habe ich schnell mal bei Medimops geguckt und dann hatten sie den zweiten Teil dort für 7,99 € in Artikelzustand gut. Habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich bestelle ja sonst immer nur sehr gut. Und auch sehr gut Bücher sehen manchmal schon ziemlich aus wie Hunds und Kunz. Und ja, da ich dann aber keine Wahl hatte, weil ich das Buch einfach nirgendwo anders mehr gekriegt habe, habe ich dann dieses Buch bestellt bei Medimops und dann kam es hier an. Und ja, was soll ich sagen? Ich war so beruhigt, denn dieses Buch sieht einfach mal wirklich gut aus. Es ist weder krumm gelesen noch irgendwas anderes. Also ich finde eigentlich vom Artikelzustand hätte es sehr gut sein müssen. Und ja, ich war so happy, als das Buch hier ankam und ich gesehen habe, dass es nicht komplett kaputt ist und auseinanderfällt. Das war schon so meine Angst. Und ja, ich habe mich jetzt sehr gefreut, dass ich dafür dann auch nur 7,99 € bezahlt habe. Und ja, ich werde dann den zweiten Teil auf jeden Fall gleich lesen. Den dritten Teil gibt es gerade bei Thalia im Onlineshop für 5,99 € in der gebundenen Ausgabe, falls ihr den noch nicht habt und günstig mal schießen wollt. Schaut auf jeden Fall bei Thalia mal vorbei im Onlineshop. Ich mache ziemlich viel Werbung heute für irgendwelche Sachen. Naja, egal. Auf jeden Fall gibt es dort den dritten Teil gerade sehr günstig. Den habe ich mir dann auch gleich noch bei Thalia bestellt von meinen Payback-Punkten. Also hat der mich auch nichts gekostet. Und dann habe ich die Reihe nämlich komplett, wenn der dritte Teil dann irgendwann die Tage mal hier ankommt. Und kann die Reihe dann auch gleich lesen und beenden. Und ich freue mich schon sehr. Ich habe den ersten Teil von Mystic City gestern beendet. Das Video kommt dazu dann auch am Dienstag online. Dann könnt ihr da auch nochmal gucken und mehr zu diesem Buch erfahren. Und ich freue mich jetzt aber erstmal über den zweiten Teil und bin happy. Jetzt ist mir 3 Bücher vorm Schluss noch der Akku abgeschmiert. Ich musste nochmal fix den Akku wechseln. Ich habe euch ja gerade Mystic City gezeigt und ich habe, um bei Medimops keine Versandkosten zu haben, weil du hast ja bei Medimops ab 10 Euro Versandkosten frei, das Buch kam 7,99 €, habe ich halt noch ein Buch gekauft, damit ich über die 10 Euro komme und ich noch Versandkosten habe von 3,99 € oder so. Und habe mir stattdessen halt noch dieses Buch hier gekauft, Sei lieb und büße. Das ist quasi ein Teil dieser
Thriller von Janet Clark. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Reihe ist. Die gehören schon irgendwie zusammen, ne? Und ja, das Buch hat mich jetzt auch 3 € oder so gekostet. Also damit war ich jetzt gerade so über die Versandkosten. Und das Buch sieht ein bisschen angedischt aus. Also es hat hier ganz, ganz viele Leserillen. Aber da das ein heller, weißer Buchrücken ist, fällt das nicht gleich ganz so auf. Und das ist okay für 3 €. Da möchte ich mich ja gar nicht drüber beschweren. Und ansonsten ist das Buch auch noch in Ordnung. Und ja, das habe ich mir noch zusammen mit Mystic City bestellt, weil es das günstigste Buch auf meiner Wunschliste war. Und ja, damit ich halt keine Versandkosten habe. 2 Bücher habe ich noch. Das eine Buch ist gestern erst angekommen und heute ist der 2. September. Also müsste es eigentlich zu den Neuzugängen von September zählen. Aber ich dachte mir, komm, es ist gestern noch mit angekommen. Du drehst heute. Nimm es gleich noch mit rein. Und zwar ist dieses Buch hier gestern bei mir angekommen. Coldworth City von Mona Kasten. Ich habe dieses Buch auch als Rezensionsexemplar vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Und ja, freue mich schon auf dieses Buch. Das soll ja eine sehr actionreiche, mutantische Liebesgeschichte sein. Es geht in diesem Buch um Raven und... Raven hat irgendwie ihren Tod vorgetäuscht, denn sie ist eine Mutantin und wird jetzt aber von einem anderen Mutanten gefunden und der bildet sie aus und lehrt sie es kämpfen und dann müssen sie gegen das Regime kämpfen und ich finde, das klang vom Inhalt her wirklich sehr, sehr interessant und ich habe ja die Again-Reihe von Mona Kasten gelesen und fand den 2. und 3. Teil wirklich gut. Der 1. war nicht so meins, der war mir zu kitschig, zu klischeehaft, zu Mädchen irgendwas. Und ja, aber der 2. und 3. Teil der Gen-Reihe haben mir ja sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie Coldworth City von Mona Kasten ist. Und ich werde das Buch am Montag anfangen zu lesen mit der lieben Sina zusammen, also von Wörtern gefesselt. Und ja, dann schauen wir mal, wie das Ganze uns gefällt. Ich werde euch auf jeden Fall berichten. Es ist auch nicht so dick, also es hat 300 Seiten, finde ich sehr angenehm. Mal gucken, ich bin gespannt. Ich weiß auch gar nicht, ob das ein Einzelband ist oder eine Reihe wird. Mal sehen, mehr dazu, wenn ich es gelesen habe. So, damit wären wir beim letzten Buch von meinen Neuzugängen und ich glaube, es reicht auch so langsam, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher das jetzt insgesamt waren, ich zähle gleich nochmal durch. Und ja, das letzte Buch, was bei mir eingezogen ist, ist dieses hier, Die Perfekten von Caroline Brinkmann. Dieses Buch habe ich auch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Ich hatte letztens schon in irgendeinem Video gesagt, dass ich im September relativ viele Ritzi-Exemplare habe, die ich lesen möchte und deswegen, ja... Rezensionsexemplar Nummer 3 für September. Ich kriege definitiv im September als Rezensionsexemplar noch Götterleuchten, den 2. Teil von Daniel Armentrout, wo ich mich mega gefreut habe, wo der Verlag mir das genehmigt hat. Ich meine, ich hätte es mir so sonst auch gekauft, aber ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ach, ich freue mich auf den 2. Teil. Ja, aber als allererstes lese ich erstmal Die Perfekten vorher. Das Buch lese ich mit der lieben Niki zusammen, also von Die Librellis Niki. Und ja, wir sind beide schon sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Wir starten dann heute damit, also ich starte heute damit. Und ja, werde euch dann auch schnellstmöglich berichten, wie mir dieses Buch gefallen hat. In diesem Buch hier geht es übrigens um Rain und Rain ist ein Ghost. Und sie lebt als Ghost außerhalb des Systems, denn die Ghosts sind nicht perfekt. In das System passen nur die Perfekten, also sie sind genetisch perfekte Menschen. Und ja, und Rain weigert sich, ein Leben im Verborgenen zu führen und begeht einen fatalen Fehler. Sie bricht die wichtigste Regel des Ghosts. Vertraue niemandem. Oh, ja, und ich freue mich schon sehr auf diese Geschichte. Das ist eine Dystopie. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch irgendwie ein Fantasy-Element mit drin vorkommt. Keine Ahnung, mal gucken. Auf jeden Fall mag ich ja Dystopien total gerne und ja, freue mich schon sehr auf die Perfekten. So, jetzt habe ich die Bücher gerade nochmal durchgezählt. Es sind insgesamt 23 Neuzugänge im August. Oh mein Gott, was habe ich getan? Ich habe so verdammt viele Bücher gekauft. Aber wie gesagt, ganz, ganz viele sind Fortsetzungen. Und ich möchte ja auch meine Reihen voll kriegen, bevor es die Bücher dann wieder nicht mehr gibt. Ne? Ihr kennt ja vielleicht das altbewährte Problem, siehe Grisha, wenn man da ein Buch haben möchte, ist es extrem teuer. Man kriegt die Bücher einfach nicht mehr ran und das nervt. Und ja, deswegen habe ich jetzt angefangen, mal so meine Reihen so voll zu kriegen. Auch wenn ich eigentlich den Vorsatz hatte, kaufe den 2. und 3. Teil nur, wenn du den 1. auch gelesen und für gut befunden hast. Aber ich werfe den Vorsatz jetzt einfach mal über den Haufen unter der Prämisse, sonst kriege ich die Bücher nicht mehr. Und ja, auf jeden Fall 23 Neuzugänge ist ganz schön übel. Aber ansonsten habe ich mich das restliche Jahr eigentlich ganz gut zusammengerissen und habe auch wirklich fast immer alle Neuzugänge wieder weggelesen. Von daher darf ich auch meinen Eskalationsmonat da dazwischen haben. Und ja, ich freue mich auf jedes einzelne dieser Bücher. Ich werde euch natürlich wie immer berichten, wie mir die Bücher gefallen haben. Wenn ihr eins von den Büchern kennt, schon gelesen habt oder was auch immer, schreibt mir eure Meinung gerne wie immer unten in die Kommentare. Ihr dürft mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr mich für bekloppt haltet, weil ich 23 Bücher gekauft habt. Macht nur, ich weiß, dass ich eine Macke habe und ja, mein Sub ist jetzt auf jeden Fall wieder über 110. Das ist definitiv.
Und naja, egal. Shit happens. Was soll's? Augen zu und durch. Es ist halt, ne, das Problem mit dem Subabbauen, den Reihen vervollständigen. Ich kann halt entweder Subabbauen oder meine Reihen vervollständigen. Und jetzt hat Prämisse halt erstmal Reihen vervollständigen und dann Subabbauen. Egal. Ich versuche mich hier schon wieder rauszureden, wo es nichts rauszureden gibt. Ja, ich bin bekloppt. Thema erledigt. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.